Hey, what's up? Welcome back. Wir haben hier gerade eine quadratische Funktion, ja, wo wir unsere Umkehrfunktion auch schreiben. Okay? Also natürlich ist der Definitionsbereich hier df der Funktion ist r. Ja? Und das ist auch. Okay. So. Aber bevor wir irgendwann mit der Funktion hier machen, müssen wir eine Nullstelle finden. Also, oder die Nullstelle. Zwei werden wir haben, weil es ja eine quadratische Funktion ist. Da fangen wir die Nullstelle. Da müssen wir auch diese Funktion in Scheitelpunktform schreiben. Das heißt, wir brauchen Scheitelpunkt. Okay, Scheitelpunkt. Okay, das ist, was wir brauchen. Natürlich kann man das auch vielleicht ableiten. Warum nicht? Ableiten. Wir brauchen eine Ableitung. Und dann kann man zeichnen. Pardon, zeichnen. Okay, das ist, was wir hier machen können. Erstmal fangen wir mit der Nullstelle. Also die Nullstelle der Funktion haben wir vorher gesagt, bei linearen Funktionen, bei quadratischen Funktionen ist wieder das gleiche. Y muss gleich 0 sein. Und das bedeutet, dass wir x zum Quadrat plus 4x plus 2 gleich 0 haben müssen. So, in dieser Gleichung müssen wir denn hier berechnen und die Nullstelle finden. Um das hier zu machen, kann man BQ-Formel benutzen oder quadratische Ergänzung. Ja, quadratische Ergänzung würde schnell gehen. Dann würde man so schreiben, x zum Quadrat plus 4x. Nun lass mal ein bisschen Platz hier, plus 2 gleich 0. Okay, oder man hätte auch 2 auf der Seite schicken können. Okay. Also mit quadratischer Ergänzung habe ich schon vorher gemacht. Jetzt haben wir eine schöne Technik. Nehmen wir 4 hier, ja. Zieh mal runter. Okay. Nehmen wir die Hälfte davon. Und die Hälfte von 4 ist 2. Dann 2 kommen hier auf der Seite und dann quadrieren wir das. Und bringen wieder in der Funktion rein. Ja, den Plus. Das heißt plus 4. Und wir hatten diese 2 hoch 2 vorher nicht in unserer Funktion, das heißt, wir können wieder rausziehen, also rausnehmen mit minus 2 hoch 2. Okay, also dann bekommen wir das hier als eine quadratische Gleichung oder binomische Form, das wir schon kennen. Das wäre dann x im Quadrat plus 2, also x plus 2 im Quadrat, pardon. X plus 2. Also alles zum Quadrat, das ist das hier. Und den Rest werden minus 4 plus 2, das heißt minus 2 und das alles gleich 0. Okay. Und hier können wir mit minus 2 rechnen. Dann bekommen wir x plus 2 zum Quadrat gleich mit plus 2 Pfade, gleich 2. Und nicht zu vergessen, das hier schon ist eine Scheitelpunktform, das hier. Das werden wir auch benutzen. So, und weiter kann man die Wurzel hier ziehen. Wurzel aus hier. Dann bekommen wir hier x plus 2 gleich plus minus Wurzel aus 2. Okay. Und da haben wir zwei Lösungen auf jeden Fall. Und Wurzel aus 2 ist 1, Wurzel aus 2 ist 1,41. Und so weiter. 2, 1 oder so. Oder, ja. So. Okay. So, dann können wir hier weitermachen. Machen wir erstmal einen Platz. Okay. Also, ich probiere es weiter.
und hier so weiter. Okay, da haben wir, Worte schon gezogen, dann können wir hier erstmal, bevor wir das hier so schreiben oder so machen, nochmal so erstmal, wir können hier mit minus 2 rechnen. Okay. So. Minus 2 rechnen, dann Folge darüber. Okay. Wir müssen zwar rechnen, dann bekommen wir auf der Seite x. Und weil wir die Wurzel hier gezogen haben, da haben wir zwei Lösungen, 1 und 2 gleich minus 2 plus minus Wurzel aus 2. Okay. Da haben wir zwei Lösungen. Und das hier bedeutet eigentlich, dass wir x1 gleich x1 gleich minus 2 minus 1,41 haben oder x2 gleich minus 2 plus 1,41 haben. Das ist, was das alles bedeutet. Okay? Also das hier gibt minus 3,41 und das hier minus 0,58, also minus 0,6 sozusagen, 0,58. Okay, da sind die beide Nullstelle der Tension. Okay. Dann können wir hier die Nullstelle so machen. Das werden wir in der Funktion später sehen. Okay? Also jetzt müssen wir den Scheitelpunkt finden. Scheitelpunkt haben wir schon, das ist was wir hier haben. Dann machen wir so in grün und zeigen, dass er hier von hier kommt. Unsere S denn wäre, also wir haben zwei Punkte, S, ja. Hier, da müssen wir sagen, x plus 2 gleich 0. Und dann mit minus 2 hier rechnen und bekommen wir hier x gleich minus 2. Okay? Und unser Scheitelpunkt würde dann lauten hier minus 2 und minus 2. Okay? Minus 2 ist doch hier, das brauchen wir gar nichts mehr machen hier. Aber hier, wenn es plus steht, ist es normalerweise minus. Wenn es minus steht, ist es plus. Okay? Das ist deswegen oder so. So, jetzt können wir auch ableiten, okay? Also, y'prime, oder f'prime kann man sagen, wäre denn, wenn man die Funktion hier ableitet, x hoch 2, da muss man erstmal die 2 runterbringen, x selbst ableiten ist 1 und dann mal x hoch 2 minus 1. Also man setzt die das Potenzial runter, also reduziert. Und plus 4 und dann müssen wir x ableiten. Wenn man den ganzen gleichen Prozess für x macht, die Ableitung von x ist 1 und Ableitung von einer reellen Zahl ist 0. Okay? Dann bekommen wir hier 2x plus 4. Das ist die Ableitung unserer Funktion. Okay. Dann müssen wir, hab vergessen, die Umkehrfunktion finden. Ah ja. Also die Umkehrfunktion. Okay. Die Umkehrfunktion müssen wir finden, habe ich ja nicht geschrieben, aber das müssen wir finden. Also, um die Umkehrfunktion dieser Funktion zu finden, muss man erstmal als Scheitelpunkt schreiben. Den Scheitelpunkt haben wir schon, das heißt, wir haben y gleich x plus 2 zum Quadrat minus 2. Okay, weil so kann man nicht, man kann x und y nicht tauschen. Weil wir hier zwar x zum Quadrat haben und dann noch x. Also das wäre ein bisschen unfair. Wenn man das so geschrieben, als Scheitelpunkt geschrieben hat, eine Scheitelpunktform geschrieben hat, kann man das tauschen. Jetzt tauschen wir x und y. Da haben wir hier x gleich y minus plus 2 zum Quadrat
Minus 2. Okay. Dann können wir hier mit plus 2 rechnen. Plus 2 rechnen. Okay. So bekommen wir hier x plus 2 gleich y plus 2 zum Quadrat. Okay. Und hier kann man die Wurzel ziehen. Und dann gehen wir darüber weiter. Also. So weiter. So, die Wurzel hier, wenn man die Wurzel jetzt sieht, da haben wir auf einer Seite die Wurzel aus x plus 2 gleich y plus 2. Okay. Und jetzt kann man mit minus 2 rechnen. Da haben wir hier Wurzel aus x plus 2 minus 2 gleich y. Ja, und das ist hier unsere Umkehrfunktion. F minus 1 von x wäre dann gleich Wurzel aus x plus 2 minus 2. Okay. Also, das ist unser Umkehrfunktion. Okay, also wir haben alle Punkte hier gesammelt, so ein Koordinatensystem. Die Funktion, die hier, die Umkehrfunktion da, die Nullstelle sind da. Unser Scheitelpunkt, die eigentlich auch unser Tiefpunkt ist, ja. Man hätte auch sagen können, das berechnen wir im nächsten Video, dass der Tiefpunkt hier, oder wie man sagt, dp so, wäre dann minus 2 und 2. Minus 2 und minus 2, das ist also unser Zielpunkt, okay? So, dann können wir hier jetzt zeichnen. Also, die Nullstelle, der Scheitelpunkt haben wir hier. Die Nullstelle markieren wir mit der gelben 0,58. Das heißt ungefähr hier, ja, mit gelben Nullstelle. Und die Funktion, erste Funktion, müssen wir dann zeichnen. Okay? Also, die Funktion geht hier so, die Orange muss so also gehen. So und so. Okay. Okay. Und also, und man kann das so mit Tabellenwerte weitermachen. Wenn man hier für x gleich 0 in der Funktion ist, haben wir 0, 0, y wäre dann 2. Das heißt hier. Also die Funktion läuft so. Okay. Und für x, y, x gleich minus 4 wollen wir wissen. So werde 16 minus 16 2 auf. Also hier. Das heißt, die Funktion geht zu. Also nach oben. Okay. Und hier auch nach oben. Kann man ja weitermachen. Also, das ist die erste Funktion. Und dann nennen wir hier f von x. Okay. Jetzt wollen wir sagen, die Umkehrfunktion zeichnen. Natürlich müssen wir nicht vergessen, haben wir schon gegeben hier bei der Funktion, die Definitionsmenge der Funktion war df r. Aber bei der Funktion, um Definitionsmenge zu finden, da muss man, das ist ja, muss man x plus 2 größer gleich 0 berechnen, weil das, was da hier unter dem Wurzel steht, darf nicht 0 sein. Also das bedeutet x hier gleich Größe gleich minus 2. Okay, das heißt diese Funktion x plus 2. Okay, das heißt diese Funktion muss ab hier anfangen. Also, und das hier bedeutet, dass die Definitionsbereich, also die Definitionsmenge oder die Definitionsbereich unserer Funktion muss ab minus 2 sein. Das heißt, mit minus 2 reicht es schon, ja. Von minus 2 bis plus unendlich sein. Weil wenn man hier minus 2 in der Funktion hier einplugt,
haben wir 0. Die Funktion ist immer noch definiert, minus 2. Aber minus 3 würde nicht gehen, weil man hier die Wurzel nicht ziehen könnte. Also minus 2, minus 1, okay. Ab minus 2, minus 1 und so weiter und so fort. Also das ist die Definition Bereich, diese zweite Funktion. Also das bedeutet, unsere zweite Funktion fängt hier an. Okay, da können wir schon mit Blau hier markieren. Hier so, wo x gleich minus 2 ist. Hier, genau hier. Okay, jetzt wie wäre, wenn wir x minus 1 hier einsetzen. Man kann diese Funktion als auch normal eine normale Funktion behandeln, indem man die Nullstelle finden. Ja, oder man kann auch hier mit der Tabellenwerte weitergehen. Also dann kann man hier die weitere Punkte finden. Wenn x hier die Nullstelle unser, das ist hier eine Gerade, also das heißt, wir werden nur eine Nullstelle geben, ein Punkt, wo die Funktion die x-Achse trifft. Wenn wir jetzt sagen, für x gleich 0 hier, wenn wir x gleich 0, dann finden wir diesen Punkt. Ja, da haben wir y gleich minus 2, okay. Wenn wir x gleich 0, haben wir y gleich minus 2. Okay, 0 hier, minus 2, da haben wir schon. Und wenn wir x gleich 0 haben, also 0 haben, ja, dann werden wir Wurzel aus 2, dass wir minus irgendwas haben. Okay, wir haben 0 hier, da haben wir minus irgendwas, minus 1, irgendwas. Das heißt, irgendwo hier. Lassen wir gerade genaue Punkte finden. Und wenn wir x gleich zum Beispiel 1 hier hätten, dann hätten wir 3, 1,7 minus 2, da haben wir noch einen Punkt, der hier unten kommt. Ja? Das wäre dann y minus 0, irgendwas. Okay. Und wenn wir dann 2 haben, das wäre dann 2 plus 2, 4, Wurzel aus 4 ist 2, 2 minus 2, 0. Exakt, da haben wir diesen Punkt hier. Man hätte auch das hier zum Beispiel gleich nie rechnen können. Da haben wir, hätten wir es bekommen. Also auf 2 haben wir diesen Punkt hier. Ja, wenn x gleich 0 ist, wenn x, x gleich 4 ist, wenn x gleich 2 ist, dann ist y gleich 0. Das ist, was ihr hier meint. Also das heißt, unsere Funktion kommt so hier. Und wir können weitere Punkte, zum Beispiel mit 7, ja, 7, das wäre hier 9, 3 minus 1, minus 2, 1. Also das heißt, mit 7 werden wir y gleich 1 haben, irgendwo hier. Wir haben hier 5, 6, 7, das wäre irgendwo hier. Okay, okay, und unsere Funktion würde so laufen. Also das heißt, die Funktion geht so. Okay. Nicht so perfekt. So, genau auf 2 und dann. So. Das ist unsere Funktion auf 2. Okay. Dann haben wir hier die Punkte 2. Der Punkt 2. Okay. Die Funktion muss ab 2 bis plus unendlich. Und das ist ja unsere Umkehrfunktion. Kann man hier doch schreiben. F minus 1 von x. Unsere Umkehrfunktion. Der Funktion x zum Quadrat plus hier x plus 2. Okay? Also da sind wir fertig mit der Funktion. Ja? In dem nächsten Video werden wir extreme Punkte also, bestimmen. Extreme Punkte von Funktionen bestimmen, ja, Höhepunkte und tiefe Punkte, okay? Also danke fürs Zuschauen, Alligator. See you later. But now for a while, Bye-bye.